So, da sind wir zurück mit Game Dev Tycoon und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie unser neuestes Spiel denn jetzt angekommen ist. Das sieht nicht so gut aus, wie ich gehofft habe. 7, 8 kann ich schon wieder mit leben. Also insgesamt ist es jetzt eine 7,5. Hätte schlimmer sein können, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. So, ich erkläre euch direkt, bevor ich da jetzt drauf drücke, was ich mache. Ich denke nämlich mal, ich habe öfter ein Problem, dass ich in den Features nicht alles auswählen kann, weil ich über 100% komme. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob es daran liegt, aber ich denke, dass das an den Fähigkeitspunkten liegt. Deswegen will ich jetzt rausfinden, wer am schlechtesten ist und den feuern und dann hören. Tut mir leid. So, deswegen gucke ich mal kurz auf die Punkte. Der hat so ungefähr 670. Ich weiß, dass rechts meine Spezialisten sitzen. Warum kann ich hier nicht draufklicken? Ja, ich habe 500.000 verkauft. Ich kann die Leute nicht anklicken. Ach ja, ich sollte auch das richtig die richtige Maustaste klicken. Ja, 1 Million, das ist okay. So, der hat 700 irgendwas. Und der hat, das ist der Schwächste. Es tut mir leid. Habe ich noch nie gemacht, jemanden gefeuert. Jetzt ist es wohl an der Zeit. Und jetzt will ich da mal einen guten in die Mitte reinsetzen. Also der beides kann. Und dann hoffe ich mal, die wollen wahrscheinlich eh gleich in Urlaub, dass ich den bis dahin dann auch in das Einarbeitungstraining dadurch hatte. Und ja, dann mal schauen, ob wir da ein bisschen mehr die Sachen füllen können. Hatten wir nicht schon mal mehr Leute? Wir waren schon mal die Besten. Da haben wir so ein paar Sachen, waren da nicht so doll. Okay, das Spiel hat sich jetzt immerhin 2 Millionen Mal verkauft, aber wir hatten ja schon welche, die waren fast bei 5 Millionen. So, was haben wir denn hier? Das ist wenig. Das ist auch wenig. Das ist ein bisschen mehr. Haben wir da noch mehr? Nein. Das sind 800. Es sind auch 800. Ja, und ein bisschen ausgeglichener. Ich glaube, die Linda Watson, den nehmen wir mal. So. Nintendo hat verraten, dass der nächste Gerät im Markt der Next-Konsolen Wii heißen wird. Die neue Konsole hat einen Controller mit eingebautem Display. Dies soll Multiplayer-Spiele zu Hause interessanter machen, da jeder Spieler einen eigenen Bildschirm hat. Nintendo war immer als erster mit neuen Innovationen auf dem Markt. Naja, und die Konsole scheint wieder mal ein mutiger Schritt zu sein. Die Wii soll Ende des Jahres verfügbar sein. So, Einarbeitungstraining. Und damit fange ich nicht zu früh an. Muss der Balken, also bis ich die anderen in Urlaub schicke, ich will, dass die gleichzeitig fertig sind. So, die Grafik haben wir fertig. Dann schauen wir mal, was wir hier noch entwickeln können. Die Spielemesse will ich nicht, weil ich habe meine, dass die, wenn man halt 2 Millionen pro Woche, pro Monat reinpumpt, ist es eigentlich nicht effizient. Man steckt sehr viel mehr Geld rein, als man durch den Hype rauskriegt. Deswegen mache ich mal die AAA-Spiele. Die dauern zwar ein bisschen. So, warum willst du noch nicht in Urlaub? Willst du in Urlaub? Die wollen nicht in Urlaub. Dann mach du erstmal einen Spielbericht. Warum wollen die nicht in Urlaub? Gut, dann erforschen wir so lange vielleicht noch was. Ja, Vokabular finde ich vollkommen bra. Cyberpunk, wir hatten jetzt fast
postapokalyptisch, aber damit ich vielleicht was anderes freischalten kann. Habe das Gefühl, dass mein Spiel heute ein wenig nicht das ganz machen will, was ich gerne will. Was ist dieser Balken? Ich war noch nie erschöpft. Wurde hier irgendwas verändert? Der Balken geht auch nach oben. Warum geht er nach oben? Müssen die sich gerade an irgendwas gewöhnen? Die haben irgendwas mit dem Balken verändert, glaube ich. Dass die jetzt andersrum gehen oder was auch immer. So, du gehst auch in den Urlaub und dann hoffe ich mal, wenn die zurück sind, dass Linda dann fertig ist. Das M-Pad wurde heute veröffentlicht. Die Ankündigung hatten wir schon gesehen, dass es bald kommen wird. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, wenn das ist jetzt ungefähr fertig. Ich glaube, dass neue Mitarbeiter als Newbie gelten und das erste Spiel nicht so gut wird. Das M-Pad erhielt seit seiner Veröffentlichung unterschiedlichste Bewertungen. Viele davon stellen heraus, dass das M-Pad nicht mit dem Grip-Pad von Greppel gleichzusetzen ist. Wir werden sehen, was die Zukunft für diese Plattform bereithält. So, Linda, was ist mit dir? So, das Spiel ist runter. So, ich glaube, jetzt ist Linda fertig. Das heißt, wir werden jetzt mal wieder ein großes Spiel. Und ich hatte damals schon die Wirtschaft entwickelt. Und da möchte ich auf jeden Fall eine Wirtschaftssimulation machen. Hatte eine kleine Pause dazwischen, falls ihr euch wundert, warum ich mal ein bisschen gucke. Ich muss erst wieder reinkommen. So, Simulationen laufen bekanntlicherweise hervorragend auf der, sieht man hier, Play System 3. Ich überlege jetzt gerade. Ich kann mir das ehrlich gesagt eine Wirtschaftssimulation auf der Nu sehr schwer vorstellen. Aber die wissen ja nicht, was ich da im Kopf habe. Spielengine werde ich danach die neueste entwickeln, aber ich will natürlich versuchen, es wird schon wieder ein bisschen schwer, das Spiel in die G3 reinzubringen. So, Wirtschaftssimulation. Black Friday. Groß. Wirtschaftssimulation, Play System, Nu, Shadow 8. Ja. So, dann schauen wir mal, ob wir mit Linda, das wird jetzt spannend, die Leute gleich reinzusetzen, weil wir haben wieder ja was Neues. Da werde ich eventuell alles umstellen müssen. So, da ist die Linda, die darf ich also nicht vergessen. Wir fangen an mit den Reglern einstellen. Story und Quest machen wir ein bisschen runter. Deswegen nehmen wir moralische Entscheidungen auch mal raus. Was können wir hier überhaupt reinpacken, ohne überlastet zu werden? Also eins von den 130ern würde reinpassen. Dann nehme ich da eine interaktive Erzählung. Warum kann ich das nicht beides reinpacken? Warum nimmt das so viel weg? Okay, also die Kosten sind nicht an die Prozentauslastung gekoppelt. Wir machen mal die interaktive Erzählung da einfach rein. Bei der Engine können wir durchaus einiges reinpacken. Physik brauchen wir da nicht. Ich möchte mal hier allerdings eine Videoeingabe. Wenn ich online mache, dann geht mehr Spieler raus, das ist okay. Das können wir nicht mehr reinpacken. Oder hängt das jetzt schon davon ab? Das können wir eigentlich mal testen. Aktuell ist die Amy da drauf. Das wären 86%. Was ist denn, wenn ich... Gut, da verändert sich nichts. Dann könnte meine Theorie von vorhin schon komplett falsch gewesen sein. Gut, das meiste packen wir aufs Gameplay.
Kooperatives Spielen möchte ich gerne. Fähigkeitsbäume kann ich nicht reinpacken. Charakterentwicklung wäre vielleicht ganz spannend. Hab fast das Gefühl, ich kann jetzt weniger reinpacken als vorher. Gut, wir brauchen für das Gameplay, nein, für die Engine brauchen wir jemanden mit Tech. Tech, 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 Tech. Da würde ich, wer wird später auch eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich brauchen. Deswegen packe ich da mal die Person mit dem zweithöchsten. Das ist wirklich die Linda, das ist okay. Gameplay ist eine Designfrage. Deswegen packe ich den Patrick da drauf. Und damit er nicht überlastet ist, mache ich Story und Quests. Kann nur gut werden, vielleicht. Wobei, wie gesagt, ich vermute halt durch die Linda, dass das nicht ganz so gut wird. Das ist halt so, die Zusammenarbeit in einem Team kennt man ja aus dem echten Leben, muss erstmal entstehen. Und deswegen kann das jetzt am Anfang vielleicht nicht so doll werden. So, Dialoge brauchen wir nicht. Künstliche Intelligenz, hatte ich vermutet. So, was nehmen wir denn hier? Da können wir maximal einen Dialogbaum reinpacken. Ich überlege gerade. Also, das wäre fast mal eine andere Sache als immer die keine Ladebildschirme nur. Hier können wir beides reinpacken. Das finde ich gut, denn das wird auch die Amy machen. Das hatte ich mir vorher schon überlegt. Das Level-Design wäre jemand Ausgeglichenes, ganz okay. Ich vermute mal, dass sie das nicht mehr. Nee, das kann sie nicht. Dann lasse ich das vom Philipp machen. Und die Dialoge wären eigentlich. Das sind ja nicht ganz so wichtig, sind aber eine Designfrage. Kann ich ihm hier noch was geben? Würde gehen, weil der hat halt viel Design. Da muss ich aber Steven und Grant auf jeden Fall in der letzten Stufe reinpacken. So, die Wu wurde rausgebracht. Werde ich dann mal schauen, ob ich irgendwann was drauf entwickle. Bin ich noch nicht sicher, wofür sich das wirklich eignet. Ich denke mal, so Casual-Sachen sind da eine gute Sache. So, Grafik bitte hoch, Sound etwas hoch, Spielweltdesign runter. So, wir müssen auf jeden Fall den Steven noch reinhauen. Und es ist eigentlich egal. Okay, da war wohl vorher unsere, dessen Namen ich vergessen habe, drauf. Grafik ist ja so eine ausgeglichene Sache. Das ist dann. Ja, ich werde da noch ein bisschen rumspielen müssen, um das wirklich perfekt besetzen zu können. Das Gyroskopische kriege ich wieder nicht rein. Surround Sound und Sound weg. Natürlich. Bei einer ja, Black Friday dann dramatische Musik im Hintergrund. So, Wetter brauchen wir nicht. Ein Wirtschaftssystem brauchen wir natürlich. Ich fände da fast eine. Naja, das passt wieder nicht rein, genau. Es würde fast am meisten Sinn machen, Tag- und Nachtzyklus und ein Wirtschaftssystem. Also, was ich mir vorstellen würde. Das Problem ist, das Spiel weiß letztendlich. Ist die Frage, kann das bei Wirtschaft bedenkt das sowas, was dann wirklich reinpasst? Wir werden es irgendwann vielleicht mal rausfinden. Ich werde jetzt mal hier eine Marketing. Wie viel will ich da ausgeben? Ich habe die Befürchtung, dass es nicht so. Der absolute Brüller wird. Aber wir versuchen es mal. Und die AAA-Spiele, die laufen hier auch.
Wenn ich das nicht mehr habe, dann spare ich im Jahr 24 Millionen. Das ist ganz okay. Weil wir pendeln hier immer so gegen Ende eines Spiels um die 130 ungefähr. Jetzt bin ich zu früh. Ich hätte später anfangen sollen, weil es ist noch ein wenig hin. Ja, mit den Bugs müssen wir mal schauen. Ich will natürlich die G3 diesmal abwarten. Ja, vielleicht kommt das doch noch ganz okay hin. Weil bis sie die ganzen Bugs weg haben. So, genau, in 4 Wochen. Wir machen einen großen Messestand. Es kommt sogar wirklich gut hin. Also hätte schlimmer sein können. Müssen nur noch warten. Das ist jetzt gleich der Fall, glaube ich. Woche 4 ist jetzt rum vom Monat 6. Ich muss mir mal genau merken, oben rechts, wann es ist. So, Black Friday. Großer Hype. Spiel fast fertig. Hier die offizielle. Ihr könnt das erste Mal spielen. Unser neues Spiel. Wir wollen euch begeistern. Und wir haben mehr Besucher als letztes Mal. Jawohl, es war wieder der Beste. Nicht Bugs reinbringen. So. Das ist, glaube ich, recht ausgeglichen. Das gefällt mir immer. Das sage ich immer gerne dazu. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, wie ich es mir gedacht habe. Schön, dass Storyquest dadurch aufgestiegen ist. Obwohl es da sehr unwichtig war. Es war schön, dass wir jetzt hier die 3D-Grafik auf Version 6 haben. Aber ich will ja jetzt die neue entwickeln. Und ich glaube, dass die. Ja, die neue Engine machen wir nach dem Urlaub. Deswegen erforschen wir hier einfach ein paar Sachen, bis das soweit ist. Du erforscht mal bitte Mystery. Mystery ist schön. Und du machst bitte. Machst du das nicht? Die Nu wird bald vom Markt genommen. Ich mach mal den Spielbericht für Black Friday. Jetzt kommen erstmal die Bewertungen rein. Ich bin da wirklich gespannt. Es ist wieder so unterhaltsam. Es wird wirklich Zeit für eine neue Engine. Und das machen wir nach dem Urlaub. Oh ja, könnte besser sein. Das ist nicht gut. Gutes Spiel. Da widerspricht er mir. Können wir mit dem hier. Machen wir halt wirklich noch so, damit die alle was zu tun haben. So, sie wird schon müde. Das finde ich gut. Und Black Friday hat sich 500.000 Mal verkauft. Da hätte ich gerne mehr gehabt. So, ihm wollte ich jetzt nicht noch Forschung geben, weil ich hoffe halt, dass die jetzt alle gleichzeitig fertig werden. Nimmt kein Ende die Begeisterung. So, da haben wir die Sachen fertig. Sie, die Linda ist schon müde. Dialoge sind nicht witzig und. Nu, alle ist großartig. Da hatte ich wieder so gar nicht dran gedacht. Lag es daran, dass sie noch Newbie war, dass sie schon erschöpft ist? Oh, jetzt ist die Nu auch schon weg. Ich kann euch noch nicht in den Urlaub schicken. Das ist jetzt ein bisschen schade. Dann machen wir es mal anders. Mittlerweile will ich dich auch ein bisschen ausgeglichener haben. Deswegen. Also nicht noch weiter. Hatte ich das nicht anders gemacht, dass ich gesagt hatte, ich will jetzt die nicht über. Auch ich habe mir die wieder nicht gemerkt, was der Vergangenheits-Shadowrunner da gesagt hat. Das merke ich mir nicht. Aber dann trainieren wir die alle einmal. Game Jam. Trainieren. Game Jam und trainieren. Game Jam und trainieren. Bitte auch einmal. Game Jam
und könntet ihr dann vielleicht mal so erschöpft werden danach, dann wäre ich euch verbunden. Okay, Spiel verkauft sich ganz okay. Wir haben wieder kurzzeitig die 150 Millionen geknackt gehabt. Und wenn ihr nicht müde gehen und nicht Urlaub werden, wir könnten wirklich irgendwann mal ein Problem mit der Bässe bekommen. Tja. Ah, so, gut. In den Urlaub schicken. Urlaub. Urlaub. Alle dürft ihr Urlaub machen und dann bitte eine wunderbare neue Engine entwickeln. Die AAA-Spiele sind auch fast durch. Ja, 39 Millionen Umsatz. Ja. So, dann warte ich kurz, bis alle da sind, weil ich will die wirklich alle einbinden. Das heißt, du darfst jetzt wieder sichtbar werden, bitte. Hallo Linda, willkommen zurück. So, jetzt wird's spannend. Wie ist meine letzte Engine? War das Shadow 8? Ich glaube schon, ja. Dann ist das jetzt Shadow. Damit, sicherheitshalber, falls es falsch war, nenne ich es mal Shadow 9.1. Das klingt auch ganz hervorragend. So, das Stereoskopische. Ich packe es eh nie in meine Spiele. So, hier packen wir mal die möglichen dynamischen Quests rein. Die prominenten Synchronsprecher. Selbstlernende KI soll bitte rein. Und der orchestrale Soundtrack. Eigentlich kann ich die Sachen rausbringen, ne? Naja, das Problem könnte natürlich sein, wenn ich mal nicht so viel in den Sound packe, dass er dann den Surround-Sound nicht schafft. Dasselbe könnte bei den Synchronsprechern auch sein, dass die Prominenten mehr erfordern. Ich weiß es halt nicht. Schauen wir mal. So, das braucht immerhin schon über 2000 Punkte. Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich mal ein Jahr ohne Spiel und passen dann das neue vielleicht wieder mit der E3 G3 ab. So, Chef, unsere Forschungen bezüglich von AAA-Spielen sind abgeschlossen. Oder AAA. Wir können nun beginnen, diese zu entwickeln. Für ein AAA-Spiel benötigt man gut ausgebildetes Personal und am besten setzt man Spezialisten in verschiedenen Bereichen Entwicklung ein, um sicherzustellen, dass das Team beste Arbeit leistet. Was sind jetzt die verschiedenen Bereiche? Sind das Phasen 1, 2, 3 oder muss ich wirklich für jedes der neuen Sachen einen Spezialisten haben? Werden wir rausfinden vielleicht. Wir können die Entwicklungsabteilung nutzen, um eine spezielle Marketingkampagne zu starten. Und das Hardware-Labor kann spezielle Sachen dafür herstellen. So, ich will aber hier jetzt erstmal, glaube ich, nichts entwickeln, weil die Spielemesse will ich nicht. Das heißt, wir sparen jetzt hier ein bisschen Geld. Und mit den Konsolen, da will ich noch mal so einen richtigen Knaller landen, weil das kann finanziell böse losgehen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie sich das hier entwickelt.